Hallo, herzlich willkommen hier auf deiner Tabletop-Welt. Ich bin der Christian und wir machen heute weiter mit Welle 2 zum Marvel Crisis Protokoll. Ich stelle die ersten Leute aus Wakanda vor, nämlich Shuri und Okoye. Dementsprechend dranbleiben. Viel Spaß dabei. Dieses Video wird präsentiert von Kotami, euer Laden fürs Hobby. Ja, Shuri und Okoye, die Box, die in den letzten Wochen das Internet auf der englischen Seite der Welt oder englischsprachigen Seite der Welt, dementsprechend auch in den USA, zum Verzweifeln gebracht hat, enthält natürlich diese beiden Charaktere und ein paar andere Sachen dazu, warum das so schrecklich war für alle, werde ich euch nämlich jetzt zeigen. Wir haben in der Box natürlich auch, wie bei Venom und den anderen Charakteren, die mit dazugekommen sind, den Aufbauguide. Und ja, hier ist er zweigeteilt für zwei Charaktere. Dementsprechend, die Box ist ein bisschen teurer als die für einen Charakter, also für Hulk oder so. Wird im Händler, also für den Wiederverkaufepreis, so zwischen 38 und 40 Euro liegen. Ja, aber ihr seht hier oben schon alleine die Aufbauschritte von Shuri und der Hammer, was die meisten Leute wirklich zur Verzweiflung getrieben hat, ist die Panther-Gauntlets, also diese Handschuhe, die sie hat zum Schießen, zusammenzubauen, da dieses kleine Mäulchen an der Unterseite daran festgeklebt werden muss. Dauert ein bisschen länger zusammenzubauen, aber wer halt Vorerfahrung in Tabletops hat und oder halt auch schon ältere Gewehbausätze mal zusammengebaut hat, weiß, das ist nicht unbedingt ein Zuckerschlecken und braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl. Für mich jetzt selber war anstrengender als Venom zusammenzubauen und als Hulk und MODOK definitiv. Eine Katastrophe war es aber nicht. Also ich habe pro Figur vielleicht 15 bis 20 Minuten gebraucht, mit Entgraten und allem drum und dran. Viel schwieriger fand ich schon fast, den Zopf nachher dran zu kleben, weil der wollte einfach nicht halten. Soll aber auch egal sein, ich mache euch da ein Bild mal von, damit ihr euch den Überblick verschafft. Also die Leute, die wirklich zittrige Finger haben und Probleme, sowas zusammenzubauen, fragt Freunde, die ein bisschen was ruhigere Hände haben und oder Bekannte, Familie, meinetwegen auch die Kids, je nachdem, wie alt sie sind, weil das könnte sehr frustrierend werden bei Shuri. Okoye ist einfacher zusammenzubauen, aber nichtsdestotrotz, da sollte man vielleicht um Hilfe fragen, um halt nicht den Frustfaktor in die Höhe zu treiben. Mit den beiden kommen natürlich wieder Tokens auch. Und zwar haben wir hier vier Tokens, die die Fraktion Wakanda ein bisschen zeigen. Das heißt, das können wir für die Aktionen, die über Black Panther dann im nächsten Video euch vorgestellt werden, anzuzeigen. Wir können es aber auch nutzen, um eine Team-Taktik-Karte, seine doch Team-Taktik-Karte, aus diesem Set hier zu nehmen und anzuzeigen. Wir haben Stagger- und Stun-Tokens, also die Sachen, die als Spezialzustände an Charaktere verteilt werden durch die beiden. Ja. Und wir haben auch hier leider wieder nur in Anführungszeichen zwei Team-Taktik-Karten, keine Missionskarte und zwei Charakterkarten. Dementsprechend bespreche ich die zwei Charaktere zusammen. Das Video könnte dadurch ein bisschen was in die Länge ziehen, aber ich versuche es mal kurz zu halten und würde mal mit Okoye starten. Okoye ist der Charakter für 4 Punkte, für 4 Punkte, mit 4 Leben, einer M-Bewegung, einer Größe von 2 für 2 Punkte. Dementsprechend hier die erste Konkurrenz zu Black Widow, um halt so ein bisschen was Varianz zu haben, wen man für 2 Punkte mitnimmt oder dass man sogar zwei Charaktere für 4 Punkte mitnehmen könnte. Wir haben eine Verteidigung gegen physische Angriffe von 3, gegen Energieangriff von 3 und wir gegen mystische Angriffe auch von 3. Dementsprechend eine durchweg gute defensive Stat-Line, nicht schlecht. Wir haben einen Strike als ersten Angriff, einen physischen Angriff, Reichweite 2, 4 Würfel, 0 Energiekosten. Nachdem dieser Angriff absolviert worden ist, kriegen wir Energie in Höhe des angerichteten Schadens. Kennen wir, machen wir. Dann haben wir den Vibranium Spear Blast, das, was wir so ein bisschen was in den Filmen gesehen haben, dass die aus ihrem Stab vorne einen Schuss abfeuern können. Reichweite 4, 4 Würfel, 0 Energie. Die Besonderheit hier ist, es ist ein Energieangriff und gleichzeitig, nachdem der Angriff absolviert worden ist, erhalten wir automatisch eine Energie, egal ob wir Schaden anrichten oder nicht. Dann Vibranium Spear Thrust ist der letzte Angriff, ein physischer Angriff auch, Reichweite 2. 5 Würfel kostet mich aber 4 Energie. Ziemlich viel finde ich jetzt im Gegensatz zu den vorderen natürlich, aber für, wenn wir ein Wild-Symbol mit dabei haben, dürfen wir Durchschlagen anwenden. Das bedeutet, dass wir einen Würfel des Gegners in ein Crit, ein Würfel des Verteidigers, ein Crit, also dementsprechend ein Crit, ein Wild oder ein Blocksymbol in ein Blank umdrehen dürfen. Das heißt, wir schlagen halt ein.
Dann haben wir noch Flurry mit dabei. Wer sich jetzt an Doc Ock erinnert, da hieß es ähnlich, da war es Flurry of Arms. Hier ist Flurry ein bisschen was anderes, nämlich nachdem dieser Angriff absolviert worden ist, darf man automatisch noch einen Strike hinterher schieben. Also einen freien Strike in dem Fall. Ja, für 4 Punkte ist das nicht schlecht. Ich glaube, da sie sonst mit der Energie fast nichts anrichten kann, außer über Superheldenkraft, wird man diesen Angriff schon mal öfter sehen. Für 2 Punkte kann natürlich man da sehr schnell mal kurz was raushauen. Aber, naja, ich weiß es noch nicht ganz, ob das wirklich das ist oder ob ich eher meine Energie aufsparen würde, um mit ihr Team-Taktikkarten zu spielen. Solche Patch-Up, ne, dass man einfach auf ihr Energie ansammelt und diese dann für Patch-Up mit raushaut. Und oder Energie ausgibt, um Bodyguard zu aktivieren. Bodyguard für 2 Energie kriegen, dürfen wir einen befreundeten Charakter in Reichweite 2 wählen, der gerade von einem Angriff angezielt wird. Dieser Charakter darf dann, also wenn dieser Charakter angezielt wird als reaktive Superheldenfähigkeit, dürfen wir den dann aktivieren. Und automatisch wird Okoye dann das Ziel des Angriffs, egal ob Line of Sight oder Reichweite zu ihr stimmen würden. Also dasselbe wie Captain America, kriegen wir jetzt als Fähigkeit für die 2 Punkte, die wir im Team für sie ausgeben. Und können natürlich dann dadurch von einem Hulk, natürlich, also beziehungsweise einen Hulk relativ einfach verteidigen, also Charaktere, die sehr, sehr viel Schaden anrichten können, aber sehr, sehr schlecht verteidigen. Zusätzlich, uns tut es nicht weh, wenn No Koye ein paar Schaden nimmt. Aber halt schon, gerade auch weil sie mit einer durchweg eine Statline von 3 hat in der Verteidigung, kann man so sein, kann man so stehen lassen. Dann haben wir als andere Superfähigkeit General der Dora Milaje, dieser Königswache von Black Panther. Dieser Charakter darf immer einen Würfel in seinem Angriff oder seiner Verteidigung neu würfeln. Gut, nehme ich. Warum auch nicht? Ein eingebauter Reroll. Vollkommen in Ordnung. Und Martial Arts hat sie als Fähigkeit, wenn sie gegen einen physischen oder Energieangriff verteidigt, der innerhalb von Reichweite 2 auf sie ausgeführt worden ist, darf dieser Charakter Blanks in seiner Verteidigung zu den Erfolgen mit dazu zählen. In Kombination mit dem General der Dora Milaje kann man natürlich in Reichweite 2 dann sowas wie Hits nochmal neu würfeln, um irgendetwas Neues zu erzielen. Dementsprechend, die verteidigt schon um einiges besser als Black Widow, finde ich. Kann aber im Gegensatz zu Black Widow natürlich außerhalb von Reichweite 3 beschossen und angegriffen werden. Ihre Aufgabe liegt aber ganz klar in der Bodyguard-Fähigkeit und das macht, finde ich, sie auch für 2 Punkte sehr, sehr haltbar. Auch wenn sie nur 4 Leben hat, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man den Angriff, der mit 7 oder 8 Würfeln auf Hulk zum Beispiel reinkommt, auf sie, wenn man sie auf sie umleitet, wird sie natürlich meistens betäubt dann trotzdem. Aber die Frage ist halt immer einfach, wo tut es mir gerade mehr weh? Wenn da natürlich ein Angriff reinkommt, der auch Spezialzustände verteilt, ein Stun, ein Stagger oder sonstiges, dass man dadurch Aktion und oder Energie verlieren würde, würde ich auf jeden Fall mit den 2 Energien für Bodyguard eher sie dazwischen schmeißen. Ob sie jetzt K.O. geht dadurch oder nicht, ist ja erstmal egal, beziehungsweise betäubt wird, auf den Boden geschmissen, indem sie ihre 4 Leben verliert. Gerade weil diese Spezialzustände Hulk, später Thor, Black Panther, Captain America extremst ausbremsen, da tut mir das bei den 2 Punkten echt nicht weh. Also wenn, ist das wirklich so ein, also böse, es klingt so eine Art Wegwerfcharakter. Also wirklich fast schon ein Diener-Minion, den man irgendwie nur dafür nutzt, Schaden auf sie umzulenken. Und hat mit ihr Missionsziele zu halten. Warum auch nicht, ne? Also für 2 Punkte mit einer M-Bewegung ist man relativ flott. Kleine Base natürlich. Aber nichtsdestotrotz. Sollte sie mal 4 Schaden genommen haben, geht sie auf ihre verletzte Seite. Auf ihrer verletzten Seite ändert sich rein gar nichts. Also dieser Charakter ist genauso stark bzw. schwach wie auf seiner gesunden Seite. Das Einzige, was sich ändert, ist, wenn ein gegnerischer, unverletzter Charakter, also gesunder Charakter, ein Missionsziel umkämpft, verliert sie dann automatisch, weil sie ja verletzt ist. Für 2 Punkte würde ich eher in die Teams sie mit reinnehmen als Black Widow. Also wenn man so, also als Filler-Charakter auf die 10, die man spielt, würde ich Okoye mit reinpacken, einfach um so diese 2 Punkte so ein bisschen hin und her spielen zu können. Meistens fehlt nämlich einem der eine Punkt bis zur 17, also dass man über die 17 rüberkommt. Wenn man die 18-Punkte-Mission natürlich mit Thor dann noch mit reinnehmen kann, wird sie ein bisschen weniger interessant, weil man dann eine 20er, eine 18er und 17er spielen kann. Dann kann man sich bestimmte Teams auf diese 3 hinausbauen, wenn man sie dann nimmt. Ein bisschen schwierig. Also, aber
Ich finde sie gar nicht, also für 2 Punkte finde ich sie stärker als Black Widow, um einiges. Aber dass sie ein Muss als für Teams ist, um einen Hulk zu beschützen, da würde ich eher mit Captain America gehen, da man natürlich da sofort die Squad-Zusammengehörigkeit hat, die man natürlich mit Okoye nicht hat, weil sie mit zum Wakanda-Team gehört. Das, was mich natürlich jetzt ärgert, ich warte immer noch auf meinen Black Panther. Da wäre natürlich die Team-Zugehörigkeitskarte zu ihr mit dabei. Die würde ich euch dann auch mit einblenden, wenn ich jetzt schon könnte. Aber glaubt mir, diese beiden gehören mit zu Wakanda. Das ist definitiv der Fall. Die sind keine Avengers, auch keine Kabale. Die haben eine eigene Team-Zugehörigkeit, nämlich Wakanda. Und die stelle ich euch nämlich mit Black Panther dann auch vor. So, Okoye ist abgehandelt. Solider Charakter für 2 Punkte, aber jetzt kein Auto-Include für ihre 2 Punkte, sondern eher so, je nachdem wie dein Spielstil ist, ist das schon eine Idee, nochmal einen Bodyguard mit reinzunehmen, wenn man keinen Captain America spielt. Wir haben Shuri. Shuri ist für 3 Punkte ein Charakter mit 5 Leben, einer M-Bewegung und einer Größe von 2, hat eine physische Verteilung von 3, eine Energieverteilung von 3 und eine mystische Verteilung von 3. Ähnlich wie Okoye, kostet aber einen Punkt mehr, hat dafür ein Leben mehr. Jetzt kommt Shuris wirkliches Talent zum Einsatz, nämlich ihr Angriff, ihr Energieangriff, der erste Angriff auch. Nämlich die Panther Gauntlets, die man hat. Für 5, Reichweite 5 können wir mit ihr schießen. 6 Würfel kostet mich 0 Energie. Jetzt denkt man sich, das ist overpowered. Das ist böse. Das Wichtigste aber dabei daran ist, wenn dieser Angriff mehr Schaden als einen anrichten würde, richtet er nur einen Schaden an. Okay. Das ist wieder kacke. Warum sollte man das machen? Nachdem dieser Angriff absolviert worden ist, dürfen die generischen Charakter S-Weit schubsen. Nachdem dieser Angriff absolviert worden ist, erhält dieser Charakter eine Energie. Das heißt, wir können auf Reichweite 5 eine Missionszielkontrolle mit ihr ausüben, die, wenn man jetzt ein bisschen mehr als mit der Grundbox spielt, einem das Spiel gewinnt. Selten gewinnt man, indem man alle gegnerischen Charaktere K.O. schlägt. Aber wenn wir überlegen, dass wir zweimal mit diesen Panther-Gauntlets bis Reichweite 5 einen Hulk zweimal schubsen können, um halt einfach oder einfach von meinem Charakter wegzuhalten. Wir müssen auch nicht mal Missionsziele freiräumen. Aber so eine S-Bewegung mit einer Base reicht ja meistens aus, damit der gegnerische Charakter das Missionsziel gar nicht mehr kontrolliert. Für mich ist Shuri alleine wegen dieser Fähigkeit, wegen dieses Angriffs, für 3 Punkte mit der stärkste Charakter, den man haben kann. Wir müssen keinen Schaden mit ihr anrichten, wir können auch einfach gegnerische Charaktere wegpushen und unsere Missionsziele so frei halten. Wir haben eine Reichweite 5, das ist ultra weit. Und gleichzeitig, sie kriegt Energie dadurch, das heißt, wir können Team-Taktik-Karten, die sie braucht, von ihr aus spielen. Wenn sie noch ein zugehöriger Avengers wäre, dann wäre es ultra, aber leider gehört sie zu Wakanda. Sollten wir dadurch genug Energie angesammelt haben, natürlich. Sonic Crush 2, Reichweite 2 nur. Okay, wenn der Gegner doch zu nahe kommt. 7 Würfel, 4 Energiekosten. Autsch. Nachdem dieser Angriff absolviert worden ist, geehrt der gegnerische Charakter die Stunt Special Condition. Also automatisch kriegt er ab sofort dann nur noch eine Energie, anstatt der Anzahl an Energie, die er sonst erhalten würde. Hier der Fehler, den wir auch schon bei Hulk und bei den Leuten aus Asgard machen werden oder gemacht haben. Wenn man in der Powerphase einen Stun-Token hat und über die Fähigkeit von den Leuten aus Asgard oder von Hulk nochmal zusätzliche Energie generieren würde, erhalten wir immer noch nur ein Energie, da das alles zusammengezählt wird. Also hier der wichtige Hinweis, gestunte Hulks kriegen keine 2 Energie, keine 3 Energie, sondern auch nur 1. Haben wir sogar unter diesen 7 Würfeln aber sogar noch ein Wild-Symbol, staggern wir den gegnerischen Charakter. Das bedeutet, sobald der das nächste Mal aktiviert, muss er erst eine Aktion ausgeben, um halt aufzustehen. Also wir werfen ihn auf den Boden nieder. Ist halt sehr nah, das heißt, sobald der Gegner wirklich mal pusht und auf einen zukommt, böse. Nichtsdestotrotz können wir natürlich dann auch mal, falls der Gegner wirklich nahe kommt, uns ein bisschen ranbewegen und dann damit schießen, um halt einen Hulk vielleicht auszubauen. Den finde ich ziemlich okay. Ich wüsste auch nicht, was ich anders machen würde mit der Energie. Da haben wir noch 2 Fähigkeiten, falls wir Energie zu viel haben. Die erste reaktive Superheldenfähigkeit, Super Genius, kostet 1 Energie. Wenn dieser Charakter eingreift, darf er diese Superheldenkraft während des Ergebnisse zusammenzählen Schrittes des Angriffs macht.
Wenn wir das tun, dürfen wir uns entscheiden, Blockresultate anstatt Hitresultate als Erfolge zu zählen. Das heißt, je nachdem, wie unser Würfelwurf läuft, dürfen wir sagen, oh, ich habe nur einen Hit, aber ich habe drei Blocks gewürfelt in dem Siebener. Ich gebe eine Energie aus und ich nehme die Blocks anstatt die Hits. Super coole Fähigkeit. Macht es natürlich gerade mit diesem Sonic Crush, müssten wir 5 Energie uns halten dafür, damit wir richtig raushauen können. Das, cool. Also, das macht es natürlich um einiges simpler, mit ihr auch den Schaden im Sonic Crush anzurichten und halt nochmal was rauszuhauen, nicht nur Star und Stagger. Ist halt ein Genie, keine Frage. Dann haben wir eine reaktive Superheldenfähigkeit, die nennt sich Upgrades. Also kostet x Energie. Dementsprechend dürfen wir eine gewisse Anzahl zwischen 1 und von x von Energie ausgeben, dieses zu spielen. Nachdem ein anderer befreundeter Charakter innerhalb von Reichweite 4 Würfel gewürfelt hat im Angriff oder in der Verteidigung, darf dieser Charakter diese Superheldenfähigkeit benutzen. Wenn er das tut, darf man bis zu 3 Energie auf ihr ausgeben. Und für jede Energie, die man ausgegeben hat, darf der angreifende oder verteidigende Charakter einen Würfel neu würfeln. Jetzt wissen wir, wo die Energie hingehen soll, die man durch Panther-Gauntlets mit ihr aufbaut, weil wir schießen zweimal mit ihr mit Panther-Gauntlets. Kriegen durch 2 Energie. Wir kriegen eins am Anfang der Runde, haben wir also schon mal 3. Und dann können wir jede Runde Charakteren ermöglichen, bis zu 3 Würfel neu zu würfeln. Angriff oder Verteidigung, da wo wir es brauchen. Für 3 Punkte, wie gesagt, das ist der beste Support-Charakter, glaube ich, den wir haben im momentanen Spiel. Also. Und sie hat auch noch eine andere Superheldenfähigkeit, nämlich der Kopf vom Wakanda R&D. Ich weiß leider nicht, wofür es steht. Muss man nachlesen. Immer wenn dieser Charakter würfelt und ihr Effekt absolviert worden ist, bekommt sie eine Energie, wenn sie mindestens einen Totenkopf gewürfelt hat. Das heißt, wenn sie auch nochmal scheiße würfelt, dann wird sie davon belohnt. Dadurch belohnt, ein bisschen wenigstens. Sollte sie aber ihre 5 Leben verlieren, trotz ihrer Fähigkeit, gegnerische Charaktere wegzudrücken, Befreundete am Leben zu erhalten und, weil die wird, wenn man sie spielt, mitunter das Ziel werden, also das erste Ziel, worauf man zuläuft. Also wenn man Wakanda spielt und eine Okoye hat, die ganz, ganz nah an Shuri knubbeln, dass Okoye den Schaden abfängt. Weil Okoye wird wirklich das Ziel Nummer 1 vom Gegner werden. Shuri wird das Ziel Nummer 1 vom Gegner werden. Sollte sie trotzdem ihr 5 Leben verlieren, geht sie auf die verletzte Seite. Auf der verletzten Seite ändert sich bei ihr auch nichts. 5 Leben, M-Bewegung, Größe 2. Alles für 3 Punkte. Nichts in den Fähigkeiten ändert sich. Also ein grundsolider Charakter für 3 Punkte. Das ist. Also, Shuri ist schon der Charakter, der mitunter am gefährlichsten auf 3 Punkten ist. Also, definitiv mitnehmen, wenn man Wakanda spielen möchte und oder halt einen Platz frei hat in seinem Squad. Für mich ein absolutes Muss. Wir haben zwei Team-Taktikkarten. Einmal eine unbestimmte, aktive Team-Taktikkarte, nämlich Advanced R&D. Müssen wir aktiv spielen, dementsprechend während unserer Aktivierung. Wenn ein Charakter darf bis zu 5 Energie ausgeben, um diese Karte zu spielen, wähle eine Anzahl von anderen befreundeten Charakteren, die gleich der Anzahl ist an Energie, die wir ausgegeben haben, und jeder dieser Charaktere erhält dann eine Energie. Können wir so ein bisschen mit Energie umverteilen auf die Charaktere, die es brauchen? Finde ich okay. Da wir aber mit ihr meistens wenig Energie anhäufen und direkt über Upgrades weitergeben. Weiß ich nicht, ob ich es so genial finde. Gleichzeitig können wir immer nur eine Energie auf einen Charakter verteilen. Das heißt, wir können es nicht in 5-5 rüberschieben. Ich wüsste auch keinem, ich weiß nicht, also wenn man mehrere Energie rumschieben könnte, also auf einen Charakter rumschieben könnte, wäre das mit Red Skull ganz cool, dass Red Skull mit der Cosmic Cube-Geschichte Energie zieht, die dann weiterschiebt, weil diese Karte hat überhaupt keine Reichweite. Das macht es dann super einfach, natürlich Energie auf alle zu verteilen. Aber wie gesagt, mit Shuri weiß ich gar nicht, ob sie so unbedingt spielen würde, ist natürlich die Karte, die zu ihr passen würde, da sie ja Energie ansammelt, um es meistens auszugeben, sofern der Gegner natürlich nicht nah rankommt. Aber wir werden durch Upgrades schon eher unsere Charaktere verstärken als dann so. Trotzdem nette Karte, finde Wakanda Squad definitiv interessant. Und dann haben wir noch das Vibranium Shielding. Das ist eine Wakanda-zugehörige Karte, dementsprechend nur, wenn unser Team die Wakanda-Zugehörigkeit hat, dürfen sie mitnehmen. Eine aktive Karte und die betrifft Black Panther oder Shuri.
Die dürfen nämlich x Energie ausgeben, um diese Karte zu spielen. X muss zwischen 1 und 5 liegen in dem Fall. Diese Runde erhält der Charakter, der es gespielt hat, als aktive Karte und befreundete Charaktere, die innerhalb von Reichweite X zu diesem Charakter sind, eine Sonderfähigkeit, die sich Unverwundbarkeit nennt, Invulnerability. Boah. Als andere Superheldenfähigkeit. Und X ist die Anzahl natürlich dieser Energie, die wir ausgegeben haben. Das heißt, zwischen Reichweite 1 und Reichweite 5 um Black Panther oder Shuri, die diese Karte ausspielen, werden Charaktere unverwundbar für diese Runde. Wenn dieser Charakter nämlich Schaden erleiden würde durch einen gegnerischen Effekt, wird der Schaden, den er erleidet, um 1 reduziert bis zu einem Minimum von 1. Ja, das, was wir mit Iron Man schon kennen als Invincible Iron Man, können wir natürlich armeeweit verteilen. Dafür müssen wir aber ein Wakanda-Team spielen. Und ja, wie das Wakanda-Team dann aussieht, werde ich euch nämlich erst mit Black Panther vorstellen können. Auch diese Fähigkeit, die Wakanda dann über das ganze Team verteilt. Und hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist natürlich durch zwei Charaktere vielleicht ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, dass ihr ein paar Anregungen bekommen habt. Falls ihr es noch nicht getan habt und euch das Format und halt Marvel Crisis Protocol gefällt, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, falls ich was besser machen kann. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch auf diesem Kanal wieder begrüßen dürfte. Und ja, mir bleibt nur noch zu sagen, ciao, adieu da und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich auf Wiedersehen.